In der Badehose oder unterm Cowboyhut. Ballermann ist überall. Der Ballermann entwickelt sich insofern weiter, dass viele Künstler, die hier seit Jahren aktiv sind und seit Jahren auf der Bühne stehen, auch irgendwann Nachfolger brauchen. Wir sind da. Es hat mich immer interessiert, wie das hier abgeht. Ich bin dabei beim Ballermann und ich mache hier gerne mit, aber ich würde jetzt niemals sagen, dass ich Ballermann-Künstler bin, auf gar keinen Fall. Ich bin gespannt, ob Niki Krause wirklich gar nicht mehr am Ballermann auftreten wird. Moin. Moin. Moin, Micky. Moin. Da ist es, das Rio Palace. Da hat alles angefangen. 1998 war das so, dass Schlager im Grunde auf Mallorca noch total verpönt war. Aber ein guter Freund von mir, Woody van Eyden, ein DJ aus Deutschland, hat damals dem Pepe aus dem Rio Palace gesagt, du musst mal was mit Schlager machen. In Deutschland fahren die Leute total auf Schlager ab. Und dann haben die am 3. Juni 98 eine Schlagerparty mit Micky Krause, Olaf Henning und den Lollis gemacht. Das Rio Palace war im Grunde der Kultladen schlechthin, die beste Diskothek an der Playa de Palma, vielleicht sogar auf Mallorca. Und es war einfach so dermaßen voll. Es waren, glaube ich, mehr als 3000 Leute im Laden, obwohl nur 2500 rein durften. Also die Leute standen wirklich dicht an dicht, Mann an Mann, Frau an Frau. Es war immer extrem heiß in dem Laden, aber die coolsten Partys fanden einfach im Rio Palace statt. Hier musste man die Treppen hoch, um in die heiligen Hallen Mallorcas zu kommen. Und was ist aus dem Rio Palace geworden? Ein Bürokomplex. Es gibt 100.000 Frauen. Ich gelte ja als der Erfinder der Ballermann-Musik, gerade mit den 10 nackten Friseusen. Und anfangs musste ich natürlich kämpfen. Micky Krause war gänzlich unbekannt. Aber als dann die 10 nackten Friseusen natürlich 1999 am Start waren und hier überall auf der Playa oder an der Playa gesungen wurden, da war ich natürlich schon direkt der Kultsänger schlechthin. 10 nackte Friseusen. Ich will 10 nackte Friseusen. Oh oh, 10 nackte Friseusen. Micky Krause hat zusammen mit Olaf Henning und vor allem damals mit seinem Song 10 nackte Friseusen für uns Partyschlagersänger alles begonnen. Micky Krause hat diese Playa so wahnsinnig geprägt. Von Anfang an war der Micky Krause absolut, ja, the King. Aber es gibt für mich nur einen König von Mallorca, das ist Onkel Jürgen. Und es gibt einen Partygott, das ist Micky Krause. Und beides ist halt einfach für mich im Valhalla des Partywahnsinns ganz weit oben. Jürgen Drews ist der König von Mallorca, ganz egal, ob er abdankt oder nicht. Er wird natürlich abdanken, aber ich habe Jürgen viele schöne Momente zu verdanken. Wir haben viel gemeinsam unternommen und Jürgen ist wirklich für mich
einer der besten Freunde, die man in diesem Musikbusiness haben kann. Und das wird auf jeden Fall auch so bleiben. Und ich bin dankbar, dass Jürgen mit mir wirklich über viele Jahre gemeinsam diesen Weg gegangen ist. Und machen wir uns nichts vor, es gibt nur zwei auf Mallorca, zwei Könige auf Mallorca. Und das sind Jürgen Drews und Micky Krause. Hallo. Wir sind da. Durch die Botanik mit dem Taxifahrer. Ich habe alle Bäume, alle Büsche kennengelernt. Wir haben es gefunden. Das legendärste Studio auf Mallorca. Haben die dich echt alles in die Botanik geschickt? Ja, ja, der wusste auch nicht mehr. Der hat die GPS-Koordinaten eingegeben, am Ende mit meinem Handy versucht zu navigieren. Und hat auf Spanisch nur die ganze Zeit... Und ich weiß doch auch nicht. No. Rotpelons habe ich ihm gesagt. Du sprichst doch perfekt Spanisch, oder? Nein, null. Ja, gut. Rotpelons habe ich ihm gesagt. Rotpelons. Ey, dass diese Symbiose mal stattfindet, ne? Lorenz Büffel. Lorenz Büffel kam an. Hier, sag, ich hab hier was, ich hab hier eine Nummer. Wir haben schon länger darüber diskutiert, dass wir beide mal eine Nummer machen, gell? Wir wollten und haben auf den Moment gewartet, dass das Gescheites da ist, dass die gescheite Idee da ist. Und dann kam Motores mit dieser unfassbaren Nummer. Und diese Nummer ist einfach Kreisliga, WM, tauglich, wahnsinnig genial. Es hat mich immer interessiert, wie das hier abgeht. Und dann hat mich natürlich auch, was ich richtig geil fand, war immer der Satz, es ist das härteste Publikum der Welt. Mm. Und diese Challenge auch, weißt du, was ich meine? Mm. Da am Start zu sein. Und es gibt, korrigier mich, wenn es nicht so ist, aber dieses Publikum hier ist das dankbarste Publikum, was du siehst. Die wahren Stars des Ballermanns sind die Leute, die da hinkommen. Wir sind auf der Bühne, wir füllen so das Programm, aber die Leute machen den Erfolg von Mallorca aus. Wir nehmen heute mit Lorenz Büffel und Knossi den wunderbaren Titel auf. Trinken ist auch Sport. Mike Röttgens ist für mich der einflussreichste Produzent, den es im Ballermann gibt. Nicht nur Micky Krause, Peter Wackel, Jürgen Drews, Markus Becker. Er hat so viele goldene Schallplatten wie keiner in unserer Szene. Und mit Mike zusammenzuarbeiten ist immer ein leichtes, weil ich lasse mein Hirn weg. Ich stelle mich dahin. Er sagt mir ganz genau, sing das so, hör damit auf, mach es so. Und es ist dann wirklich besser. Ist ein Hit oder was für dich? Ja. Meinst du wirklich jetzt, ganz ehrlich? Ja. Hast du dich aber schon teilweise auch mal getäuscht? Hast du gedacht, es sind Hits? Ja. Ey, das ist immer so. Ja. Es gibt total viele Lieder, wo ich gedacht habe, Hammer, Mörderhit. Und dann hat es irgendwie aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Ja. Gut, es gibt auch den Fall, dass du sagst, es gibt ein Lied, wo ich gar nicht mit gerechnet habe, dass es funktioniert. Also wir haben zum Beispiel jetzt Olivia gemacht. Da habe ich gar nicht damit gerechnet. Dass der noch funktioniert, ne? Ja, den haben wir mal vor... vor 2,5 Jahren aufgenommen und wegen Corona nicht rausgebracht. Was würdest du sagen, dein größter Erfolg, den du hattest? Schwierig, aber Schatzi schenkt mir ein Foto oder ganz viele Wackeltitel, Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr, das rote Pferd. Ein Song ist auf Malle erfolgreich, wenn alle Leute ihn mitsingen können, wenn die Leute ihn feiern. Und zwar nicht nur in den Diskotheken, sondern wenn ich in irgendeinem Café am Strand sitze und dann diese Gruppen vorbeiziehen und die Leute den Titel singen. Ballermann-Musik ist das, was ich mitgrölen kann nach einmal hören. So, das ist für mich Ballermann-Musik. Einmal gehört und während ich den Song das erste Mal höre, bin ich beim Refrain schon dabei. Es gibt auch Menschen, die sagen, ach, eigentlich höre ich diese Mucke gar nicht, aber beim Feiern und beim Saufen gehen ist das voll witzig. So, ja, dafür ist sie auch gemacht. Ne, den Alltag abschalten lassen und das ist einfach das, was halt diese Ballermann-Musik ausmacht, dass man wirklich auf andere Gedanken kommt. Aber man kann es auch nicht erzwingen. Es gibt viele Künstler, die dann versuchen, das zu erzwingen. Aber das ist ja das Schöne an der Ballermann-Musik. Die ist total demokratisch. Das heißt, die Leute lassen sich nicht vorschreiben, was sie singen sollen, aber auch nicht, was sie singen wollen. Wir sind alle durchtrainiert und athletisch. Trinken ist auch Sport, trinken ist auch Sport. Besser am Glas als wir, das geht nicht. Trinken ist auch Sport, trinken ist auch Sport. Jetzt hätte ich ihn gerne noch mal ein bisschen abgehackter. Also, ich hätte gerne mal, wir sind alle durchtrainiert und athletisch. Trinken ist auch Sport. Also ein bisschen aggressiver und ein bisschen abgehackter. Achtung, ready? Wir sind alle durchtrainiert und athletisch. Trinken ist auch Sport. Trinken ist auch Sport. Besser an Glas als wir, das geht nicht. Trinken ist auch Sport. Trinken ist auch Sport. Sehr schön, Refrain haben wir. Boah, geil. Knossi ist ganz beeindruckt. Ja, wirklich geil. Kann man es einmal hören so? Nein. Nein. Kann man es einmal hören.
Wir haben noch nicht ein Zehntel geschafft und du willst schon hören. So, wir fangen an jetzt mit der Strophe. Wir sind richtige Athleten wie gemalt. Er als König des Internets räumt jetzt einfach auch wirklich die Leute live ab. Und das ist halt der Wahnsinn. Er ist halt so ein authentischer, gerader Typ, loyaler Typ mit seinen Fans, die er jetzt hier mit reinbringt. Er bringt ein komplett neues Publikum mit rein. Das kommt auch noch mit dazu. Also für mich ist Knossi der Hauptgewinn der Saison. Boah. Und ich hoffe, nein, das sagen alle. Es ist einfach toll, hier dabei zu sein. Es macht mir einfach Riesenfreude. Der musikalische Wandel von Ballermann ist ja jetzt schon seit Jahren so. Also du hast ja schon internationale DJs hier, ob Bekannte aus Holland, Bekannte aus Deutschland, die spielen, weiß ich nicht, Parookaville, Tomorrowland und treten trotzdem hier im Jägerpark auf. Hip-Hop wird immer mehr. Das liegt vielleicht daran, dass Hip-Hop die Speerspitze der deutschen Musikindustrie ist. Also die kommerziell erfolgreichste Musik, was Schlager in den 90er war, weiß ich nicht, Elektro vielleicht auch mal irgendwie war, ist jetzt halt Hip-Hop. Ich bin auf dem Zimmer, ich rede nicht mit. Und ich sitze drin, mach dein Pinky bei. Damit zwei Dummen sprichst, und mein Pinky bei. War eine gute Saison, aber ich würde sagen, ist auf jeden Fall noch nicht das Nonplusultra und nicht, wo man hin will. Ich bin dabei beim Ballermann und ich mache hier gerne mit, aber ich würde jetzt niemals sagen, dass ich ein Ballermann-Künstler bin, auf gar keinen Fall. Ich bin Finch, ich funktioniere auch in Deutschland und stehe für mich und meiner Fanbase und meiner Bewegung. Diese Musik, das ist einfach ein Lebensgefühl. Wenn die dann natürlich die Musik in Deutschland hören, verbinden die das. Ich war zum Beispiel letztes Jahr auf Kos im Urlaub und es gibt einen Song, wenn ich den höre, der bringt mich sofort da zurück, in dieses Gefühl. Und das ist genau das, was hier auch passiert. Und dieses, ist ja nur Suffmuck und so, nee, eben nicht. Das ist mehr. Das ist einfach eine Verbindung. Wir sind hier heute bei Olé auf Schalke. Tatsächlich, ich glaube schon zum vierten oder fünften Mal, dass das hier stattfindet, dass man mit Ballermann und Schlagermusik eine ganze Arena füllt, also ein Fußballstadion. Und das zeigt natürlich, dass Party und Schlagermusik in Deutschland mehr denn je gefragt ist. Die Olé-Partys sind ganz kurios entstanden. Ich hatte 2005 die Idee, ich war damals immer mit Big Brother Jürgen unterwegs und wir haben so verschiedene Mallorca-Partys, Festzelte und so besucht. Da habe ich gedacht, boah, das muss es doch auch in groß geben. Also da waren immer so 1000 Mann oder 500 Mann. Und ich habe gedacht, das muss doch irgendwie größer gehen. Zu der damaligen Zeit war, glaube ich, die Partymusik auch noch nicht so in wie jetzt, aber ich habe dann gesagt, komm, wir versuchen das im Sauerland, in Olpe. Es hätten 5000 Leute kommen müssen. Da waren tatsächlich dann 14.500 Leute beim ersten Mal. Und das war der Startschuss für diese ganze Olé-Tour, die dann ein Jahr später in Oberhausen weiterging und in Köln und Hamburg, in ganz vielen Städten. Die Liebsten sind mir immer, die zu unseren Veranstaltungen kommen, die vorher sagen, boah, ne, nein, auf gar keinen Fall. Ich hasse diese Musik. Also nicht, ich mag sie nicht, sondern ich hasse sie schon regelrecht. Das sind die, die am meisten abgehen und voll durchdrehen nachher. Die ganzen Hits, die dieses Jahr entstanden sind, von Laila und was weiß ich nicht alles, der ist ja omnipräsent gewesen und in allen Kreisen, glaube ich, angekommen. Ich erkläre mir das aus dem Grund, dass wir 2 Jahre lang nicht feiern durften.
Das hat sich angestaut, definitiv. Dann kam hinzu, dass die Leute nach Mallorca geströmt sind, wie lange nicht mehr. Und auch auf Mallorca selber hat man gemerkt, die Stimmung im Bierkönig war jedes Mal phänomenal. Also die war jedes Mal am Kochen und ich glaube, die Leute, die dann alle drüber waren und wieder nach Hause gekommen sind, haben genau diese Lieder im Kopf gehabt, haben die mitgenommen, hier gefeiert auf der Festivals und überall. Und das war halt phänomenal. Und hat dann gezeigt, dass der Ballermann auch in den Charts mitmischen kann. Der Ballermann ist quasi jetzt in den Volkesmitte angekommen. Das heißt, ich glaube ja, das ist so, der Ballermann ist der neue Schlager. Das heißt, wenn man im Zug fährt oder wenn ich irgendwo lang laufe, ich höre überall unsere Lieder und endlich kriegt diese Musik auch ja, die Anerkennung, die sie schon jahrelang verdient hat. 5, komm schon, 4, Glück aus, 3, ich liebe dich, 2, alle zusammen, 1. Hier kommt Lorenz Büffel. Das bin ich! Und wir sind alle durchdrehen, hier tut athletisch. Trinken ist auch Sport, trinken ist auch Sport. Besser am Gras als wir, das geht nicht. Ich war oft am Ballermann mit meinen Fußballkollegen und habe mir das Ganze immer sehr nüchtern angeguckt, wie die dann komplett abgegangen sind. Und vielleicht war das gut, vielleicht habe ich da vieles mitgenommen und vieles gesehen, wo ich gedacht habe, boah, da könnte man ein Geschäft draus machen, das könnte funktionieren. Ja, man kann schon sagen, dass diese Ballermann-Schiene schon ein richtiges Instrument ist, um auch Geld zu verdienen. Ja, also da müssen wir jetzt nicht drum herum reden. Das macht hier keiner nur aus Hobby. Der Ballermann und das Ganze drumherum ist natürlich zu einer Marke geworden. Und das führt dazu, dass man auch außerhalb von diesem früher kleineren Kreis, wo das wirklich noch eine Nische war, sich breit geöffnet hat und auch jetzt natürlich für viele Leute was ist, wo die mitfeiern und die sagen, wow, wow, das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können. Aber der Ballermann ist wirklich eine Marke geworden. Hallo, ich bin André Engelhardt. Herzlich willkommen auf der Ballermann Ranch. Der Ballermann hat mein Leben komplett beeinflusst und geprägt. Mein ganzes Leben ist eigentlich Ballermann. 1994 war der Begriff Ballermann eigentlich in Deutschland überhaupt nicht bekannt. Ich habe gedacht, unter dem Begriff Ballermann, da kann man was machen. Eigentlich habe ich viel einfacher gedacht. Ich habe gedacht, Mensch, ich mache in Deutschland eine Kneipe auf, die nenne ich Ballermann 6. Da stelle ich Plastikstühle rein, da gibt es Sangria aus Eimern und dann rollt der Rubel. Ich habe eigentlich Jura gelernt, also Jura studiert. Und da ist ja diese Idee gekommen. Ich habe damals eine Hausarbeit über das Markengesetz geschrieben. Und beim Deutschen Patent- und Markenamt war damals der Begriff Ballermann noch nicht als Marke registriert und eingetragen. Und daher konnte ich das natürlich sehr, sehr gut miteinander verbinden. Auf der einen Seite den Markenschutz und auf der anderen Seite eben dann daraus etwas machen zu wollen. Vor allem war der Name Ballermann gefragt bei den Spirituosen. Wir sind mit Spirituosen angefangen und dann natürlich in der Gastronomie mit Veranstaltungen und Partys. Und dann kam die Tonträgerbranche, dann kamen die Ballermann-Hits, dann kam Musik, dann kam ja alles das, was man heute unter Ballermann versteht, ist dann daraus eben entstanden. Das Wesen einer Marke ist es ja, Lizenzpartner zu finden, die bei einer Marke Produkte herstellen oder Dienstleistungen anbieten, eben unter dieser Marke, um die Marke zu nutzen. Und natürlich werden dann Lizenzgebühren fällig. Also neben dem wirtschaftlichen Erfolg mit der Marke Ballermann hat mir Ballermann natürlich unter anderem noch etwas viel Schöneres geschenkt, nämlich meine Frau. Die habe ich nämlich 1996 schon am Ballermann kennengelernt und dann 97 haben wir gleich geheiratet. Also das ist eine echte Ballermann-Liebe, die noch heute, die es noch heute gibt, die heute noch da ist. Und ja, und dann eben kam dann aus dem wirtschaftlichen Erfolg auch der Kindertraum, eine eigene Ranch zu haben, die dann natürlich folgerichtig Ballermann-Ranch heißt. Natürlich ist alles ein bisschen verrückt, aber mal ganz salopp gesagt, in der Badehose oder unterm Cowboyhut. Ballermann ist überall. Ja, das ist natürlich schon Wahnsinn.
man sieht ja, die Leute gehen wieder komplett ab. Das ist ein Fußballstadion voll, ohne Fußball, einfach nur mit Party und Ballermann-Musik. Und das macht einen schon stolz, dass das geklappt hat, dass das ganze Konzept aufgegangen ist über die Jahre. Und Olé ist wirklich einzigartig. Ja, es ist tatsächlich so, dass heute hier auf Schalke meine letzte Olé-Party ist, nach 15 Jahren. Der Vertrag läuft heute aus. Ich habe den nicht verlängert, weil ich auch noch einige andere Dinge habe, die demnächst anstehen, auch im Ballermann-Bereich. Es wird eine große Inselfieber-Party geben in Oberhausen im nächsten Jahr mit mehreren Bühnen. Wir wollen Mallorca quasi tatsächlich ins Ruhrgebiet holen. Einen ganzen Tag, alles, was es auf Mallorca gibt, vom Uhrenverkäufer über Sangria, über was weiß ich was, alles da laufen lassen. Und die Leute sollen sich tatsächlich fühlen wie auf der Insel. Ich glaube, dass die Marke Ballermann ihren Peak noch lange nicht erreicht hat. Wir sind mittendrin, ganz im Gegenteil, wir sind ja durch Corona, glaube ich, ein bisschen ausgebremst worden. Und die Leute sind einfach partyhungrig und feierhungrig. Und ich denke, dass die nächsten Jahre noch viel, viel krasser werden. Bald haben wir die angestrebte Flugdichte erreicht. Ja, ja, es wird schon wieder dicht in der Flieger. Alles egal, wenn der Bass knallt. Okay, Julian, warte mal kurz. Komm mal kurz mal nach vorne. Wir sind ehrlich gesagt sehr, sehr stolz darauf, heute gemeinsam als Team und besonders mit dieser geilen Kulisse dir heute die goldene Schallplatte zu überreichen. Meine erste Olé-Tour und das hier war das Highlight, würde ich sagen. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich glaube, das war mit der schönste Sommer meines Lebens. Also ich glaube, sowas wird man selten wieder erleben. Also es war Wahnsinn, wie viel wir gesehen haben, wie viele Partys wir gemacht haben, wie viele Veranstaltungen wir gespielt haben, wie viele große Bühnen und einfach nur ein gigantisch guter Sommer für mich. Das war eine total außergewöhnliche Saison, also die sucht ihresgleichen auf jeden Fall, weil diesen Sommer war die Euphorie so unfassbar groß, habe ich so vorher noch nie erlebt am Ballermann. Die Saison war absolut krass, weil es keiner erwartet hat, dass es so wird, wie es wieder geworden ist. Weil vorher haben alle noch während Corona gesagt, der Ballermann wird nie wieder so, wie er mal war. Und ich finde, der Ballermann hat gezeigt, dass wir genau das wieder schaffen, wie es vor Corona war und dass man genauso geil feiern kann. Man war einfach wieder vom Gefühl her zurück zu Hause. Das hat Spaß gemacht. Finale. Bist du ruhig hier? Finale. Ich glaube halt einfach, dass das wirklich nach 16 Jahren für mich die emotionalste, aber auch erfolgreichste Saison war. Es war jedes Mal alles brechend voll. Und du sitzt halt als Stimmungssänger, als Partyclown hier und denkst dir, okay, jetzt kommt wirklich dann langsam Oktober. Und jetzt ist gerade dieser Moment da.
es entlädt sich gerade alles und du weißt, das war heute der letzte Tag. Der Ballermann entwickelt sich insofern weiter, dass viele Künstler, die hier seit Jahren aktiv sind und seit Jahren auf der Bühne stehen, auch irgendwann Nachfolger brauchen. Ich bin gespannt, ob Micky Krause wirklich gar nicht mehr am Ballermann auftreten wird. Ja, der offizielle Stand momentan ist, dass man sich erstmal für ein Jahr getrennt hat, für ein Jahr pausiert. Ich kann das irgendwie noch gar nicht richtig glauben. Wenn es so sein sollte, dann finde ich das ganz, 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 ganz schade und traurig. Ich hoffe einfach auch, dass Micky Krause nächstes Jahr kommen wird, weil das ist für mich so, wie wenn du Mickey Mouse aus Walt Disney rausnimmst. Ganz, ganz schwierig und für mich noch nicht so ganz kompatibel mit seiner Pause im nächsten Jahr. Es kann nicht so sein, dass Micky ausgerechnet 2023 nicht hier ist. Damit kann ich auch einfach nach Onkel Jürgen, schwer umgehen, dass die nächste Ikone, die wir hier haben, nicht stattfinden wird. Ich will das einfach nicht wahr, weil Micky Krause für den Ballermann steht, Ballermann für Micky Krause steht und beides voneinander getrennt, glaube ich, nicht kompatibel ist. Der gehört hier, an die Playa. Und es ist noch nicht, der Job ist noch nicht zu Ende noch. Es ist noch nicht, dass er sagen kann, okay, ich lasse es mal. Nein, wir brauchen Micky noch an die Playa und er braucht die Playa auch noch ein bisschen. Das darf nicht so enden, definitiv nicht. Und wir sind jedes Jahr auf Mal. Wir sind jedes Jahr auf Malle, was ist das schön? Wir sind jedes Jahr auf Malle, was ist das schön? Ob du reich bist oder arm, flieg nach Malle, da ist warm. Wir sind jedes Jahr auf Malle, was ist das schön? Wir sind jedes Jahr auf Malle, was ist das schön? Wir sind jedes Jahr auf Malle, was ist das schön? Ob du dick bist oder dünn, ey, nach Malle musst du hin. Wir sind jedes Jahr auf Malle, was ist das schön?
Mann. F, A, R und L. Das grillen wir hier. F-O-R und L. Und jetzt geht's nach dem Bier. Und heute die große Doku auch. Aber habe ich unpassend angezogen, ne? Noch aber nicht. Von weißer Fleiß. Er hatte gerade nichts anderes. Da ist viel Wortwitz. Ja, ist es wirklich. Vitamine gibt es auch in Bieren. Und bitte. Hier sind viele weiße Punkte. Welchen wollt ihr denn haben? Den? Den? Den großen Dicken. Dann machen wir es nochmal. Was ist das? Der war hier noch nie. Aufschreiben, raus. Freund, was ist hier los? Moment, meine Freund hier, Micky Kraus, die beste Mann in Deutschland, die ganze Europa, richtige. Sag das mal meiner Frau. Ja. Ich finde, Frauen haben, warte, Deutsch-Gulasch. Verliebt und bin das bis heute. Ja, komm zurück, jetzt mach er die andere Seite. Die Mallorquiner nehmen das sehr genau. Wer bin ich? Nino. Welcher Nino? Nino De Angelo. Okay. Oder? Ja, du siehst mega so aus, ey. Endlich erkennt mich mal jemand. Yay! Okay. Ja, Robin soll einfach mal seinen Arsch wegbewegen. Da kommen noch welche da unten. Oh, ja. Wie peinlich ist das denn? Hi. Danke, hi. La! Es ist für mich halt einfach ein Glücksgefühl. Wie jetzt auch. Digga, wie viel willst du hier noch reinigen? Hallo? Hier wird aber nichts gefilmt, ne? Von der Straße. Wir haben nichts. Ne? Ihr seid uns total egal, wie immer. Ja, Scheiße, ich kann den Text gar nicht. Ich auch nicht. Haben wir Zettel? Habt ihr Drucker dabei? Micky ist eine Säule aus dem. Nee, was ist das denn für ein doofer. Was ist das denn für ein Satz? Micky ist eine Säule. Schein. Und dieses düstere Gesicht ist seitdem auch nie wieder verschwunden. Oh, geiler Satz. Yeah. Und die Sonne scheint den ganzen Tag schön warm.